Leute, ihr sollt da nicht stehen bleiben. Ihr sollt die unterstützen, ne? So, und jetzt sammelt mir mal bitte das Zeug auf, was hier liegt. Da ist er! Ha! Okay. Wieso wollen die jetzt da runter? Leute, macht doch da drüben erstmal. Ich glaube, wir kriegen tatsächlich noch die Map gesäubert. Alter, wäre das geil. Die Frage ist nur, von wo werden wir als nächstes angegriffen? Das wird halt jetzt sehr interessant. Das wird sehr interessant, die Ecke dann aufzuspüren. Und pass mal, ich mach mal den da. Ich kann momentan noch keine Hütten aufrüsten. Das ist irgendwie traurig. So. Ich glaube, die haben jetzt genügend Truppen hier. Es sind wirklich genügend Soldaten. Wo kriege ich nochmal so ein Dingensen hier unter? Hier wäre ganz nice. Und ich darf noch eins bauen. Ja, dann bauen wir doch da noch eins rein. Ich darf... ja, warte, wie viele Banken kann ich noch bauen? Wie viele haben wir denn? Zwei. Und Marktplätze haben wir drei. Okay, die werden wir umbauen müssen, wenn wir hier oben die Stadt aufbauen. Aber das will ich ehrlich gesagt... Ich traue mich halt nicht, das jetzt noch vor Tag 48 anzufangen. Aber eigentlich müssten wir. Aber wir würden hier so viel verlieren. Wir würden so dermaßen viel verlieren. Da hätte ich ein bisschen Angst vor. So. Aber wir können jetzt eigentlich unsere Häuser mal aufrüsten, ne? Dann geht da zumindest mal was vorwärts. Habe ich jetzt ernsthaft Scharfschützen? Wollte ich eigentlich gar nicht. Weil so kurz vor einer Horde lohnt sich das jetzt nicht, auf Scharfschützen umzuswitchen. So viele Scharfschützen werden wir nicht produzieren, bis die kommt. Aber auf der anderen Seite, wir haben halt auch so viele Ressourcen aktuell. Wir könnten locker nochmal hergehen und... ich jetzt da nichts mehr hinkriege, ne? Wir könnten eine zweite Reihe von Kasernen bauen. Eine zweite Reihe von Kasernen, die nur dafür da ist, Scharfschützen auszubilden. Was brauche ich eigentlich für die Dinger? Nur Gold. Ja, Jungs, dann sammelt mal ein, ne? Sagen wir hier auch mal Chase. Halt, warte, was wollte ich machen? Achso, ja, genau. Oh Gott, jetzt komme ich durcheinander. Jetzt geht's los. Tag 48. Aber die Map ist fast gesäubert. Ne, das ist nicht dein Ernst. Aus dem Süden! Oh, what? Die Frage ist, von wo aus dem Süden? Ach du Scheiße. Ups. Ja, Houston, wir haben ein Problem. Nee, warte, so viele Steine haben wir nicht. Das können wir uns nicht leisten. Wir müssen hier ein bisschen Territorium aufgeben. Das ist zwar jetzt doof. Und ich hätte da ganz gern zwei Schocktürme. Also zwei sind da schon Pflicht.
Sir. Ich hoffe, das wird reichen, um sie aufzuhalten. Wir packen jetzt noch die ganzen Soldaten dann dahin. Alle, es sind 300 Soldaten. Okay, Jungs, bewegt euch. Das wird halt jetzt bitter, ne? Also bis die das jetzt in den Süden runter schaffen, das wird bitter. Es ist halt auch die Hoffnung, dass sie uns wirklich hier treffen, wenn die jetzt hier nicht ankommen, sondern hier reinlaufen oder hier reinlaufen. Dann sind wir, glaube ich, tot. Das heißt, ich könnte in weiser Voraussicht schon mal hier einen Tower aufstellen. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Und eventuell verstärken wir hier auch mal die Mauern. So. Sehe ich da richtig? Da liegt noch... Ah, ja, da ist noch Öl. Tatsache. Ja, Tatsache, da liegt noch Öl, ne? Was ist mit euch? Seht zu. Nein! Ach, leck mich doch! Dieses asoziale Game! Jetzt kommen die ernsthaft von da unten. Oh Gott! Das heißt, die werden da reinstürmen, die werden hier... wir sind so tot. Wir sind einfach nur tot. Okay, machen wir das anders. Was haben wir denn hier eigentlich alles? Die Frage ist, welche Seite mache ich auf? Ich glaube, ich mach den jetzt einfach hier auf. Dass die da durch können. Haben wir im Norden noch Einheiten? Ja. Ja, 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 ja. Die sollen auch mal da rein. Boah, das würde jetzt... Das wird ja jetzt interessant. Nein. Die vier da rein und die drei da runter. Los, beeilt euch. Ihr schafft es sowieso nicht rechtzeitig. Ja, wobei, vielleicht ist es gar nicht so verkehrt, wenn wir die auf die richtige Seite der Mauer stellen diesmal. Weißt du, das ist nur so eine Überlegung. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir werden die niemals rechtzeitig aufhalten. RIP Bogenschützen. Okay, zieht euch zurück. Bogenschützen raus. Die Soldaten da rein. Los, 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 los. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, Alter, bis die da sind. Bis die da sind. Ja, weg damit. Die sind hier schon durch. Alter. Dass sie jetzt ausgerechnet von genau der Richtung kommen müssen. Ach Gott, und die stehen sich jetzt gegenseitig im Weg mit der Mauer hier. Okay, warte. Weg damit. Nein, ich will die Mauern haben. So. Dass die mal alle da durch können, weil das ist ja sonst ein Trauerspiel hier. Oder wir lassen sie in Reichweite vom Schockturm. Ach, das hältst du, glaube ich, eh nicht, Junge. Kommt schon, weiter vor, weiter vor, weiter vor, weiter vor, weiter vor.
Steht ihr eigentlich alle auf Closest Enemy? Okay, weißt du was, scheiß drauf, zieht euch mal zurück. Kommt schon, lasst die anderen Jungs da durch. So, jetzt aber. Arbeiten wir ein bisschen mit dem Schockturm. Apropos Schockturm. Ich hoffe, das funktioniert. Ah, das war halt saublöd. Ich glaube aber, wir haben es unter Kontrolle gebracht. Aber das war halt jetzt eine ultra dämliche Aktion. Vor allem, habe ich irgendwo noch Häuser oder sonst was? Nee, ne? Was braucht man hier? Oha. Ich glaube, das hätte man im Allgemeinen sehr viel schöner lösen können mit der Welle. Team 3 besteht nur noch aus 207 Soldaten, Team 4 noch aus allen 90. So. Okay, Mädels. Chase. Fass. Tötet alles. Wir reißen hier den nochmal weg, weil den braucht's nicht mehr. Das ist eigentlich ein Schmarrn. Das lasse ich aber trotzdem mal stehen, aus Gründen. Aus persönlichen Gründen. Wie, mehr geht nicht? Ich habe keine Arbeitskräfte mehr. Cool. Aber wir können hier Hütten weiterbauen. Ja, cool. Cool, 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 cool. Machen wir. Der da ist im Weg. Ah, die nächste Welle wird die Harpchenwelle. Das kann ja lustig werden. Wir brauchen jetzt aber erst einmal unbedingt mehr Arbeitskräfte, bevor wir irgendwas anderes machen. Ich bin ja mal gespannt, ob wir die Position dann wirklich irgendwie absichern können. Ich glaube nämlich fast nicht, dass das hinhaut. Es sei denn, wir schauen jetzt zu. Haben wir irgendwas in den Bauleisten? Jo. Dann schmeißen wir da doch mal was raus. Wenn ich jetzt wüsste, wo ich die überall platziert habe. Und ich glaube, Forschung sollten wir dann auch wieder betreiben. Moment. Ah, und was brauche ich für das Ding? 30 Arbeitskräfte, heilige Scheiße. Kann ich nicht noch ein paar Dinger wegreißen, die wir gar nicht mehr brauchen? Den da zum Beispiel, aber das bringt uns nichts. Das da lasse ich mal stehen, weil ich Angst habe.
Der wird eigentlich nicht mehr benötigt. Die zwei können raus. Er kann eigentlich raus. Dann haben wir da nochmal einen Haufen Zeug über. Okay, sehr gut. Wie weit sind wir denn? 1,16. Aha, das reicht nicht. Habe ich hier Einheiten? Ja, habe ich. Ich hoffe, wir haben wieder so ein unverschämtes Glück wie letztes Mal. Enemies too close. Oh. Das wäre ja zu geil. Also das wäre ja wirklich zu geil. Was können wir noch erforschen hier? Gar nichts. Komm, das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Was ist, wenn ich sämtliche Produktionsdinge ausschalte? Ha. Dann kann ich mir nämlich ein Engineering Center leisten. Und... weißt du, da gönnen wir uns einfach mal gleich zwei. Die wahrscheinlich gleich angegriffen werden. Weil das sind ja Enemies close. So, okay. Unser nächstes Anliegen wäre wieder ein wenig Strom. Achso, und die alle sollten wir fortsetzen. Oh, es reicht nicht. Naja gut, das war zu erwarten, wenn man es ausbaut. War ja irgendwie zu erwarten. Ach Gott. Kein Strom mehr, geil. Dann würde ich allerdings auch sagen, dass wir generell hier ein bisschen umstrukturieren. Nein, ich will mit Holz. Weil wir können ja dann hergehen. Wir sind ja eh schon an der Grenze, ne? Fangen wir doch einfach schon mal an, indem wir da unten zubauen. So, das alles fortsetzen. Wir können ja auch mal was aufrüsten, dass die mehr produzieren. Die meisten sind eh schon aufgerüstet, glaube ich. Hier müssen wir dringend weiter bauen. Gott, das sieht so täuschend aus hier. Es wirkt die ganze Zeit, als wäre hier offen. Wie schaut's eigentlich aus, Missionsziel technisch? Destroy all the infected. Ich weiß, da steht 40 Neustarts, aber es sind tatsächlich schon wesentlich mehr. Dadurch, dass ich ein paar Saves kopiert habe, hat er das nicht komplett übernommen. Also die korrekte Zählnummer hat er nicht übernommen dabei. Der ist hier nur noch am Ruckeln, ne? Alter, die Soldaten stehen alle. Ja, das ist schon cool. Oh, da liegt Nahrung. Wie schaut's aus? Destroy all the infected. Hey, Map is clear. Map is clear. Wo war das? Da war das. Okay. Einmal. Zweimal. Dreimal. Jetzt ist die Frage, was wirft man den Harpien am besten entgegen? Ballisten taugen überhaupt nichts, weil, sagen wir mal ehrlich, Feuerrate ist viel zu gering. Viel zu gering. Ups. Wir brauchen irgendwas mit sau viel Feuerrate. Geh weg. Geh weg. Brav. Wir brauchen irgendwas mit viel Feuerrate. Ist jetzt auch ein saublöder Spot hier, oder?
Also eigentlich kannst du nur auf Soldaten setzen. So blöd das auch ist. Thanatos wäre noch eine geile Idee. Apropos Thanatos. Warum habe ich das nicht schon vorher gemacht? Oder Titanen. Was kosten die 6000? Was kosten die Thanatos 2000? Ja gut, das sind beim Goldeinkommen von 5000. Das wird schon hinhauen.